Ich bitte nun Marianne Schulze zu mir auf die Bühne. Hallo Marianne. Grüß dich, Heidi. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen. Bitte antworte in leichter Sprache. Gibt es ein Gesetz, in dem steht, dass es persönliche Unterstützung geben muss? Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Deine vorletzte Folie hat die Frage gehabt, ob es Gesetze gibt und hat deutlich gemacht, dass es Gesetze für verschiedene Ebenen gibt. Es gibt Gesetze für Vorarlberg, es gibt Gesetze für Österreich und dann gibt es zum Beispiel ein Gesetz wie die Konvention, das eigentlich über die ganze Welt geht. Und in verschiedenen von Gesetzen stehen verschiedene Sachen zur persönlichen Unterstützung und auch zur persönlichen Unterstützung für Menschen mit Lernschwierigkeiten. In dem Gesetz, das die Konvention ist, das internationale Gesetz, da steht sehr wohl drinnen, dass alle ein Recht auf Unterstützung haben, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und jetzt ist die Schwierigkeit aus diesem Gesetz, das herauszunehmen und in ein österreichisches Gesetz, hoffentlich in eines, das für Gesamtösterreich gilt, hineinzuheben und nicht mehr in Vorarlberg. Wie wichtig hältst du persönliche Unterstützung? Nicht nur wichtig, es sollte selbstverständlich sein und es sollte allen Menschen klar sein, dass es nicht nur wichtig ist, sondern eben, dass es zum Leben dazugehört. Was braucht es deiner Meinung nach, dass unser Modell persönliche Unterstützung umgesetzt werden kann? Ich glaube, es braucht vor allem das Wissen, was das ist. Und da ist ja Mensch zuerst ganz fest dran, zu erklären, was das ist, warum man es braucht, wie es funktioniert. Und wenn die Menschen dann einmal verstanden haben, was es ist und wie es funktioniert und was es bringt und dass es wichtig ist, dann glaube ich, wird es möglich sein, es auch so umzusetzen, dass es die Regeln dafür gibt. Danke für das Interview und die interessanten Antworten. Danke. Danke.